Willkommen zurück zu Tales of Berseria. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Wir sind in Steinbergen. Es wurde in den Kommentaren geschrieben bezüglich... Moment, wir gehen hier mal kurz raus. Bezüglich des einen Ortes hier oben, der Dawalwald. Da hatte ich ja überlegt, ob wir da reingehen und uns da umschauen. Hab mich allerdings dagegen entschieden. Dann wurde in den Kommentaren geschrieben, dass da ja ein Alarmstufe Rotmonster ist. Und gerade eben habe ich schon mal nachgeschaut. Und Tatsache, da ist ein Alarmstufe Rotmonster drin. Dementsprechend würde ich sagen, werden wir uns da auf jeden Fall jetzt erstmal drum kümmern und das erledigen. Da unten haben wir noch eine Grotte. Was war mit der? Das wussten wir nicht, ne? Genau, danach können wir uns auf jeden Fall um die Hauptstory kümmern, weil warum sollten wir das Alarmstufe Rotmonster nicht mitnehmen? Denn ich denke mal, es ist recht unwahrscheinlich, dass wir da Hauptstory-technisch irgendwie hin müssen, sondern das wahrscheinlich nur ein Gebiet ist mit dem Alarmstufe Rotmonster, hauptsächlich. Immer die falsche Taste. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da aufgrund der Hauptstory hin müssen, früher oder später. Ist halt nur eine Vermutung, deswegen machen wir das jetzt. Alarmstufe Rotmonster sind ja auch immer. Na, ich auch immer cool zu bekämpfen. So, währenddessen noch mal ein paar Seelen mitnehmen. Wir haben ja unser neues geiles Geo-Board. Muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. Man kann die Kamera leider nach wie vor nicht drehen, weil ich bin eher so der Freund. Nur damit ihr mal versteht, wie ich so steuerungstechnisch drauf bin. Normalerweise bin ich eher so der Freund, der gerade wenn es um sowas hier geht, also hier so ein Board oder sowas oder irgendein Fahrzeug oder so, der dann gern einfach nur nach vorne drückt und dann mit der Kamera steuert. Das heißt, die Kamera nach rechts und links bewegen, damit wir uns in die Kurven legen können, sage ich mal. Und nicht nach vorne drücken mit dem Stick und gleichzeitig links-rechts, ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Aber cool ist es trotzdem. Also wir sind jetzt hier im Wald. Würde ich sagen, werden wir uns hier komplett auch umschauen, natürlich. Wir haben eine Kiste zumindest mal. Ich denke mal, wir werden hier wahrscheinlich auch die ein oder andere Katzkiste. Oh, cool. Man kann durch den großen Stein blicken. Das ist natürlich genau das, was ich sehen will. Die ein oder andere Katzkiste und vielleicht sogar das ein oder andere Rätsel. Das Gute ist, dass wir das Alarmstufe Rotmonster ja auf der Map sehen, sobald wir die Map haben. Ah, nice, hier haben wir so einen Jump. Das wäre der erste Sprung sogar, den wir haben. Kann ich rote Dämpfe erfüllen, die Luft. So scheinst du nicht durchkommen zu können. Das wäre wahrscheinlich dann der Tipp gewesen, dass man halt das Geoboard braucht, wenn man es jetzt noch nicht hätte, beziehungsweise wir früher hier reingekommen wären. Oh, holy shit, hast du mich erschrocken. Damn! Alter, okay, holy, haben die mich erschrocken. Alter. Schwäche Wind. X, nice. Auch noch meine Lieblingskombo, ey. Ich liebe die Kombo irgendwie, die Luftkombo. Irgendwie finde ich die ist hier am krassesten. Die ballern die so hart weg und machen so viel Schaden mittlerweile. Alter, sauber. Gucken, wie viele P die geben. Das waren jetzt zwei Stück. 2000 EP. Alter, 2000 EP. Das sind nochmal zwei von denen. Ja, ganz ehrlich, für 2000 EP kämpfe ich gern 100 Mal gegen die.
So einfach wie die zu besiegen sind. Das ist ja echt freie Erfahrungspunkte. Und tschüss. Nochmal 1900 EP. Holy shit, ey. Stille Deutsche, nice. Neue Waffen für Dingens. Rock. Da haben wir die Kiste. Also das, der Ort hier gefällt mir schon mal. Der Wald. Ah, es hat sich hart gelohnt, ey. Allein hier die zwei Kämpfe waren schon... waren knapp 4000 EP. Kann es sein, dass wir hier noch nichts machen können im Wald? Ich kann nicht aufs Board. Dann fehlt uns doch dieser Geobaum oder wie das heißt. Aber hier war keiner. Kann es doch sein, dass wir hier irgendwann erst storytechnisch hin müssen? Ach, die rote Frucht ist reif. Möchtest du sie versuchen? Du glaubst, wenn du die rote Frucht isst, wird dies die durch rote Dämpfe verursachte Vergiftung aufheben. Du könntest nun gefahrlos hier durchlaufen, hoffentlich. Das ist ja lustig. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich da so entlang gelaufen bin und habe das Prüfen gesehen. Sonst wäre ich da jetzt... Also ich hätte jetzt wahrscheinlich den Ort hier verlassen, früher oder später. Das ist ja krass. Okay, müssen wir uns echt merken, dass es so Sachen gibt, ey, in dem Game. Das ist das erste Mal, dass wir sowas hatten, wo etwas eher Unauffälliges uns weitergebracht hat, weil das war jetzt für mich nicht ersichtlich, dass ich irgendwas mit den Früchten da hätte machen sollen. Hier sind auch nochmal Früchte. Ja, wir haben ja bereits gegessen. Ja, doch richtig, okay. Gerade überlegt, ob wir noch einen Weg vergessen haben, aber wir laufen ja richtig. Bis jetzt zumindest. Hier auch nochmal etliche Gegner. Kann ich die alle irgendwie... Ja, fast. クライックス。つむじ月下。ディエンレイケク。シーソー宣言。ディエンレイケク。クライックス。つむじ月下。ディエンレイケク。シーソー宣言。と。とどめ。キララゲオ。ゼロインパクト。 Alter. Ja, die Fliegen sind unfassbar schnell. Fliegen, Hornissen, Bienen, wie auch immer. Das waren leider nur 1200 EP. Okay, da haben wir lustigerweise jetzt auch lilanen Nebel. Und wir sehen hier auch eine lilane Pflanze. Okay, das ist anscheinend die Mechanik hier. Blau, okay, nicht lila, sondern blau.
Das ist also hier so die Hauptaufgabe in dem Wald. Okay, gut, gut, gut. Das ist das Rätsel. Okay. Da haben wir schon mal zwei Wege. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, jeden Kampf müssen wir nicht mitnehmen. Da habe ich vergessen, dass die Drecksfeen ja teleportieren können. Hier gibt es auch eine Kiste. Gehen wir erstmal hier lang. Da ist hier auch die Kiste. Blaue Frucht, okay. Ich glaube, die werde ich jetzt essen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die jetzt vom letzten Bildschirm noch gezählt hat. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, wir können ja unendlich oft essen. Okay, dann hätten wir das. Jetzt schauen wir mal. Wahrscheinlich wird einer der Wege nicht funktionieren. Wir können einmal nach links und einmal nach rechts. Ich würde sagen, wir gehen wahrscheinlich den Weg zuerst, oder? Ach, guck mal. Grün oder gelb, je nachdem. Das heißt, das müssen wir irgendwie finden, eine grüne oder gelbe Frucht. Okay, dann sind sie tatsächlich bildübergreifend, anscheinend. Die Früchte, da haben wir Salamstufe Rotmonster. Hier kann man hoch. Hier auch. Zwei Kisten soll es geben. Und da drüben komme ich wieder runter, aber wahrscheinlich von... Okay. Irgendwie gefällt der Wald mir, ich weiß nicht, ist irgendwie ein cooles Dungeon, auch wenn es eigentlich recht simpel ist, also nichts Großartiges. Hier ist eine rote Frucht. Denk mal, es macht Sinn, dass sie hier ist, ne? Ich werde sie wahrscheinlich gebrauchen. Irgendwo da unten. Aktuell habe ich blau an. Also ich vermute mal, dass blau noch zählt. Okay, ich nehme die rote Frucht jetzt trotzdem, weil ich denke, wie gesagt, es wird einen Grund haben, warum die da ist. Gehen wir jetzt einmal hier runter, dann hier hoch. Da unten dürfte wahrscheinlich eine Kiste sein und da ist das Alarmstufe Rotmonster. Ja, gut. Weil es gibt zwei Kisten. Na gut, die eine Kiste kann auch beim Alarmstufe Rotmonster sein. Ist ja häufiger der Fall, dass die Kisten bei sich haben. So, da hinten ist schon mal... Ist das rot? Irgendwie ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber es sieht aus wie rot, ne? Da ist das Alarmstufe Rotmonster. Ah, mir fehlt aber wieder dieses Geo-Ding hier. Das heißt, ich muss erst den Geobaum finden. Vermute ich mal, irgendwie komme ich da nicht ganz so. Steige ich da nicht ganz so durch. Da haben wir auf jeden Fall. Hier haben wir auf jeden Fall rot. Was haben wir hier? Oh, gelbe Frucht. Die wir brauchen, um. Ne, beim anderen Weg durchzukommen. Okay, gelb war hier unten. War das da oben dann wirklich rot? Na gut, uns fehlt aber so ein Geobäumchen. Das bedeutet... Oh, wow. 350, shit, fehlt uns. Okay, das heißt, ich muss jetzt gelb nehmen, wieder zurück. Den anderen Weg nehmen. Dann beim anderen Weg... Oh, holy shit. Dann beim anderen Weg finde ich wahrscheinlich dann den Geobaum. Dann darf ich wieder zurück, wieder rot nehmen. Und dann rüber zum Alarmstufe Rotmonster. Ich denke, das ist die Aufgabe. Okay,
Ich schaue jetzt oben nochmal beim Alarmstufe Rotmonster, was für eine Farbe das ist. Ich vermute aber, es ist rot. Wir schauen sie jetzt halber nochmal. Alter. Jedes Mal vergesse ich, dass sie porten können. Alter, sind die schnell, holy. So, nochmal schnell schauen. Es ist tatsächlich rot. Alarmstufe Rotmonster und eine Bronzetruhe. Okay, rot haben wir dann, hätten wir dann da oben. Brauchen wir dann später, wenn wir zurückkommen. Das heißt, wir müssen dann nochmal da hoch. Ja, da sind noch ein paar Sachen. Okay, wir haben gelb. Schade, dass nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, welche Frucht man gerade genommen hat. Ich finde das immer so ein... Wäre nochmal so eine Kleinigkeit, die man hätte durchaus einbauen können. Na gut, merken kann man sich's auch, natürlich, aber. Wäre ein bisschen komfortabler, glaube ich. So, hier sind wir jetzt. Da ist auch eine gelbe Frucht. Die brauchen wir wahrscheinlich. Alter, sind die schnell. Ey, die gelbe Frucht werden wir gleich beim Rückweg gebrauchen. Okay, hier war bis jetzt noch gar nichts. Gelbe Frucht war da hinten auf jeden Fall. Da haben wir den Geobaum. Sehr nice. Da ist auch nochmal ein Weg. Okay. Gehen wir erstmal da oben raus, beziehungsweise versuchen da oben rauszugehen. Schnappen uns aber erstmal den Geobaum. Zwei Kisten soll es hier geben. Alter. Okay, ich werde hier echt... Ja, die Gegner sind hier ein bisschen smarter als ich auf jeden Fall. Oh, holy shit. Die wurden hart gewonnen-hittet gerade. Okay, blau haben wir hier. Wir haben gelb. Ich lasse gelb mal sicherheitshalber an. Da wir nicht wissen, was hier auf uns wartet. So, hier kamen wir her, ne? Ja. Okay, wir haben gelb an. Hier brauchen wir rot. Da links habe ich gerade blau gesehen. Und hier wäre rot. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal rot. Gehen dann einmal hier lang. Sehr geil, wir haben jetzt auch genug Seelen, um die eine Katzkiste zu öffnen. Okay, rot hatten wir. Und jetzt brauchen wir blau. Dann gehen wir mal hier lang. Halt. Blau ist hier. Einmal gegessen.
Sehr nice, noch ein Kraut. Hier haben wir nochmal blaue, brauchen wir aber nicht, haben wir gerade an. Ist dann anscheinend für den Rückweg. Also wir könnten jetzt zum Alarmstufe Rotmonster. Wir haben ja nur den Geobaum gebraucht. Was haben wir denn noch hier, ey? Das Gebiet ist doch größer. Also das ist auf jeden Fall der letzte Abschnitt hier. Und da haben wir das Alarmstufe Rotmonster. Okay, gelb. Gelb. Blau. Also wir haben doch blau an, oder? Bin ich jetzt gerade daneben. So, aufpassen, ist viel Kamporten. Sehr nice, das hätten wir. Hier hätten wir jetzt gelb. Die Frage, ob ich gelb jetzt nehmen soll. Oder wir bei blau bleiben. Ah, nehmen wir mal gelb. Es wird bestimmt einen Grund haben, warum es da ist. So, gelb. Das war blau. Ah, das von der anderen Seite. Okay. Da ist rot. Rot. Hier rot ist anscheinend nur für eine Kiste. Da ist wieder blau. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich an rot komme. Ich denke mal, rot ist, wenn wir hier hochgehen. Ja, dass man sich das alles hier halt so krass merken muss. Wir brauchen rot. Da ist rot. Noch ein Kraut, nice. Okay. Seele, Seele. Rot. Also ich hätte nicht gedacht, dass es doch so lang geht. Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Folge... Also ich werde versuchen, in dieser Folge den Wald hier durchzukriegen. Ich möchte eigentlich in der nächsten Folge dann gerne mit der Hauptstory weitermachen. Okay, wir haben rot. Müssen wir uns merken. Wenn jetzt hier lang einiges an Seelen. Aber okay, das sind halt richtig viele Seelen, ne? Alter. Ey, die Drecksviecher sind so schnell. Verdammt. So, perfekt. Die Truhe hatten wir mitgenommen. Okay, rot. Rot hatten wir. Was war jetzt noch? Rot. Hier ist eine blaue Pflanze. Was haben wir denn hier ganz am Ende? Also auf jeden Fall eine Truhe. Ich brauche gelb. Das ist nicht dein Ernst. Okay, wir brauchen gelb, um hier durchzukommen. Gelb. Deswegen war da auch eine gelbe... Ach, okay. Gelb, wo war die gelbe Pflanze? War doch hier eine, oder? Ach, deswegen auch blau. Jetzt komme ich hier auch nicht durch, ne, weil ich blau nicht anhabe. Okay, deswegen ist blau auch da hinten. Ich verstehe. Holy shit, das ist doch ein bisschen...
Jetzt gerade ein bisschen krasser. Okay, gelb. Come on, das machen wir. Gelb, 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 gelb. War doch hier, oder? Ja, nice. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall die Kiste holen. Und danach zurück zum Alarmschiff Rotmonster. Dann hauen wir den noch weg. Dann haben wir dieses gesamte Gebiet abgeschlossen. Die Katzkiste nicht vergessen. Und dann haben wir hier wirklich alles eingesammelt. Das wäre perfekt. So, gelb. Alter, so viele Seelen hier. Also der Wald ist ja zum Seelenfarmen eigentlich ziemlich nice. Bis auf die, dass man hier die ganze Zeit die Früchte nehmen muss, aber ich glaube, irgendwann hat man es auch raus. Equipment war eine Goldtruhe, sehr, sehr schön. Aber trotzdem lohnt sich, wir haben jetzt keine Ahnung, wie viele gemacht. Allein wir waren bei der Katzkiste, konnten die Katzkiste nicht öffnen, haben jetzt 150 mehr, als wir benötigen, um die Kiste aufzumachen. Also, ich finde schon, dass sich der Ort hier lohnt, aktuell zumindest. Okay, gelb. Spielt eh keine Rolle, was wir haben. Wir brauchen ja eh was anderes. Glaube ich. Aber wir haben den Geobaum. Darum ging es letztendlich. Ich muss gerade überlegen. Wir müssen, glaube ich, hier irgendwo eine Pflanze nehmen, ne? Ja, blau brauche ich. Blau. Nee, nicht ganz. Da ist blau. Okay. So, jetzt machen wir das Alarmschiff Rotmonster. Und die Katzkiste. Ich darf die Katzkiste nicht vergessen. Okay, blau. Hier ist eine gelbe Frucht. Ich glaube, die brauche ich, ne? Ja. Sehr nice. Unser Alarmschiff Rotmonster ist hier. Jetzt muss ich erstmal rot wieder nehmen. Da oben. Hier wieder hoch. Jetzt holen wir die Katzkiste erstmal. Brauche ich eine andere Farbe, um dahin zu kommen? Nee, rot. Tada! Sehr nice. Jetzt haben wir 153 immer noch über, ey. Obwohl wir sie gerade eben nicht öffnen konnten. Sehr nice, sehr nice. Und jetzt kommt das Alarmschiff Rotmonster plus die letzte Kiste und dann sind wir hier durch. Hallo Gegner. Oh shit. Der kleine Racker kam etwas unerwartet für mich. Aber auch tricky, ne, dass sie hier noch einen normalen Gegner reinballern. Okay. Los geht's. Triade. Oh, krass. Okay, Widerstand Wasser. Ja, okay. Wir haben ja unsere Kombo. Alter. Das war schlecht gemacht von mir. Versuche mal so ein bisschen mit Movement zu arbeiten. Ah, ja. Jo, ich kann nicht. Er hittet mich halt einfach viermal und ich kann nichts machen, ey. Okay, das ist ein etwas härterer Brocken hier, merke ich. Ah, wir kriegen den, wir kriegen den.
Härtere Brocken müssen auch mal sein. Okay, der arbeitet ziemlich viel mit Magie. Warum, wenn er Widerstand Wasser hat, benutzen die Wasserzauber? Verwirrt mich immer ein bisschen. Nein, nein, ich wollte ausweichen. Ich wollte, Mann. Sorry. War schlecht von mir. Benutzen wir wieder ausnahmsweise mal einen Trank des Lebens. Ja, das habe ich eigentlich auch rausgewichen. Na gut. Keine Chance, ey. Okay, das ist ein deutlich anspruchsvollerer Fight. Darf ich irgendwie wechseln? Also irgendwie, das Spiel hat jetzt nicht so viel Lust gerade mit mir zu arbeiten. Habe ich das Gefühl. Arbeitet lieber gegen mich gerade. Warum trifft er mich? Guckt euch das doch an. Was ist das? Warum? No fucking way trifft er mich. Ich müsste das Atem nicht mal durch, ey. Ach komm, Alter. Boah, okay. Ich merke schon, hier ist alles gerade gegen mich. Ja, ach so, ich habe nur ein SA. Stimmt, weil ich ja gestorben war. Eieiei, das war super schlecht. Aber gewonnen ist gewonnen. Ich glaub, darauf kommt es am Ende irgendwie an. Oh, 4,6 Rangpunkte. Naja, ist auch nicht die Welt. Ventil des Helden. Erhöht bei Ziel mit 25% KP oder weniger den Heilungswert von bis Datum 25%. Das ist, glaube ich, nicht mal so verkehrt. Das war ja super bad gefightet, ey. Also ich bin mit meiner Leistung definitiv unzufrieden, gerade in dem Kampf. Die ganze Zeit läuft's gut und dann haben wir einen Fight, der uns mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, dass wir nicht die krassesten sind. Gut, ich werde die Folge beenden. Also den Rückweg muss ich jetzt nicht zeigen, glaube ich, weil das wird ein bisschen länger dauern, beziehungsweise ich werde einfach porten. Ich mache mich auf jeden Fall wieder zurück auf den Weg Richtung Steinbergen. Mal gucken, dass wir wieder ein bisschen einkaufen. Trank des Lebens zum Beispiel, haben wir ein paar benötigt. Dass wir da auf jeden Fall kaufen. Und beim nächsten Mal werden wir dann Richtung Titania gehen. Wahrscheinlich porten wir. Oder versuchen im Schiff irgendwie dahin zu kommen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist Titania die nächste Anlaufstelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!